Hallihallo, ihr lieben Fräulein Jens, zu einem neuen Video von mir. Ihr habt seinen Titel gelesen. Wir haben den Einkauf für Ostern gemacht. Also Wocheneinkauf plus alles, was wir für Ostern benötigen. Und ich sage euch, alter Harry, habt ihr wahrscheinlich auch am Titel schon gelesen. Knapp 240 Euro, dort hat sich ja, gelohnt. Vor allem, weil wir noch nicht alles da haben. Ne? Also wir müssen nochmal los, wir brauchen ja noch Fleisch, Aufschnitt und doch noch ein paar Getränke. Wir waren mit zwei Wegen unterwegs. Die waren so proppevoll, da wäre ich nichts mehr untergegangen. Es ist einfach so verrückt. Und können wir mal kurz drüber reden. Was ist denn das für ein schönes Wetter? Und was ist da bitte an Ostern gemeldet? Ha, Katastrophe. Wir legen los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. So, verzeiht mir meine Kurzatmigkeit. Ich bin gerade wieder mitten im Asthma-Schub. Ihr kennt es mittlerweile von mir, gell? Das ist mal gut und mal weniger gut. Und jetzt gerade ist es... Erzähle ich euch aber auch bald in einem Vlog. Genau. So, wir legen los. Wochenplan. Bei uns gibt es heute... Übrigens, Food Hall ist ein bisschen später, als ihr gewohnt seid. War halt später einkaufen, wie normalerweise. Wir haben auch schon hier Besuch aus dem Odenwald. Donnerstag kommt dann der nächste Besuch. Und dann am Ostermontag kommt noch mehr Besuch. Und ihr wisst, ich lieb's ja, ne, wenn die Bude voll ist hier. So, Wochenplan. Bei uns gibt es heute Schinkennudeln und Salat. Dann haben wir einmal Gulasch, Nudeln und Salat. Ein bisschen Nudel halte ich diese Woche. Genau, dann haben wir einmal Käse. Also so Hirtenkäse mache ich immer mit Paprika, Zwiebeln, Knoblauch und so weiter, ein paar Oliven. Dazu gibt es selbstgemachtes Knoblauchbaguette. Für die Kinder gibt es allerdings Pommes und Nuggets. Dann werde ich einen Maulwurfkuchen backen mit Bananen. Für Karfreitag, da sind wir dann eingeladen. Da muss ich einen Nudelsalat machen und mache noch einen Spaghetti-Salat. Genau, so, Samstag haben wir dann einmal Fischstäbchen, Burger auf dem Plan stehen. Dann gibt es Ostersonntag bei uns einen Kaiserbraten und dazu Spätzle. Dessert habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts geplant, wenn ich ehrlich bin. Ja, keine Ahnung, war allgemein ein bisschen chaotisch, diesen Wochenplan zu erstellen, weil ich einfach keinen Plan mehr habe im Moment. Was haben wir noch? An Ostermontag wird bei uns gegrillt, aber voraussichtlich aufgrund des tollen Wetters drinnen gegessen. Genau, da muss ich kein Grillgut besorgen. Wir waren zuständig für die Beilagen und Getränke. Da gibt es einmal Bruschetta, dann Nudelsalat, Gurkensalat, Kartoffelsalat und Mädels, Gurkensalat. So, und dann bin ich auch noch zuständig für die Kuchen. Ich mache einen Käsekuchen, nochmal einen Maulwurfkuchen. Und die Kleine möchte noch ein paar Amerikaner verzieren, zeige ich euch gleich. Ja, so auf jeden Fall jetzt bei der Wochenplan da die zwei. Oh Gott, hier liegt eine Einkaufstüte. Und die Mimi hat sich drüber hergemacht und ja, hat den Spaß ihres Lebens. Und Max weiß natürlich, wir dürfen das nicht, gell? Und will sie davon dann immer abhalten. Das ist schon zu putzig. So, fangen wir an. Genau. Wagner Steinofenpizza gleich zweimal mit Pepperoni, weil die Jungs hier haben am Freitag sturmfrei, weil wir ja unterwegs sind und die beiden haben sich diese Pizza gewünscht. Der Wunsch ist mir befehlen, so, dann habe ich jetzt hier noch ein Amazon-Paket, das stand eben vor der Tür. Finde ich auch immer ganz witzig, warum werden Pakete ständig vor die Tür gestellt? Es war jemand da, der es hätte annehmen können. Und ich denke so, boah, naja, egal, gar nicht drüber aufregen, nur wundern, gell? So, Pommes von McCain waren im Angebot für, ich glaube, 1,49 €. Habe ich gleich zweimal mitgenommen. Dann haben wir einmal Mini-Amerikaner. Die wollte die Kleine und sie möchte die verzieren. Und ihr habt ja wahrscheinlich das Marienkäfer-Dessert gesehen. Wenn nicht, schaut gerne mal vorbei. Die kann man, oder das, zumindest die Verzierung von diesen Marienkäfern, kann man ganz gut auf diese Amerikaner bringen. Osterhäschen, vielleicht ein paar Blümchen. Ja, wird halt eine schöne Dekospielerei, sage ich jetzt mal. So, dann haben wir Fischstäbchen eingekauft. Gleich zweimal für die Fischstäbchen-Burger. Und noch mehr Tiefkühl. Zweimal Chicken Nuggets. Jawohl. So, das war jetzt erstmal das. Und jetzt kann ich mal gucken, wie ich das alles in die Truhe bekomme, die ziemlich voll ist. Wenn nicht, gebe ich es hier meinem Mann. Wir haben unten noch einen Kühlschrank mit einem kleineren Eisfach zumindest. So. Schauen wir mal, was wir hier alles unterbekommen, gell? So, ja. Da fängt es schon an bei den Fischstäbchen.
Wasser hier, ihr Mädels, ich sag's euch. So, ich bin sofort wieder bei euch, gell? Eieiei. Komm, das Paket kommt, das bleibt jetzt auch noch unter. Nee, nee. Die macht ein Tumult hier. Das ist unglaublich. So klein, aber frech, frech wie 10, sag ich euch. So. Oh Gott. Ist auch voll. Na toll. Zack, da fliegen die Soßen schon raus. So, dann muss ich nämlich tatsächlich nur noch die Pizza unterbekommen. So. Gut. Pizza, Pizza. Ah, jetzt piept es natürlich daran. Übrigens, letztens, es wurde sich ja gewünscht, dass ich mir mehr Zeit nehme für die Foodhauls und wieder mehr plapper. Dann mache ich, und dann kriege ich einen Kommentar. Hör doch mal auf zu plappern, zack, einfach deinen Einkauf. Was sagt uns das wieder? Da kann es eh niemand recht machen. Und deshalb mache ich es einfach so, wie es für mich am besten passt. Ne? Ich glaube, das macht wahrscheinlich hier am meisten Sinn, gell? So, Pizza noch. Ah, ob ich die irgendwie unterkriege? Komm schon, oh ja. Wow. Das war Mamas Arbeit, hey, ich sag's euch. Gut, Kühlprodukte machen wir weiter. Ich habe zweimal diese schwäbischen Eierknöpfe geholt. Die finden wir derzeit am leckersten. Die einfach mit ein bisschen Butter anbraten, ein paar frische Kräuter dazu, ein bisschen Salz, Pfeffer und super lecker. Mir reicht's tatsächlich auch nur die mit ein bisschen Salat. Hm, sehr gut. So, dann habe ich viermal Jittenkäse mitgenommen. Hallo, mein Mäxchen. Alles klar, mein Junge? Verzeiht mir, wenn ich immer wieder Luft hole. Also das ist nervig. Langsam nervt es echt, gell? Aber toi, toi, toi ist noch nicht so schlimm, dass ich wieder ins Krankenhaus muss. Das ist ja schon mal was, gell? Und so geht es mir auch gut. Also ich habe keinen Infekt. Ja, ne, ist halt leider bei mir öfter so. Bei mir kommt das, also ist es nicht, sag mal, konstant so, sondern es kommt halt bei mir immer in Schüben, dieses Asthma. Also muss man nicht verstehen. So, zweimal Knoblauch-Baguette wurde sich gewünscht, Schein gekauft. Dann Maultaschen von Bürger. Ja, die waren im Angebot, ich glaube für 1,49 Euro. Nee, 1,41 Euro. Und dann haben wir aber auch noch diese Suppenmaultaschen mitgenommen. Die habe ich übrigens für nichts geplant. Die kleine ist die nur gern. Und dann habe ich die immer ganz gern im Haus. So, dann einmal Edamer für den Kaiserbraten und einmal für die Schicknudeln Mozzarella Grieben. Dann die zwei. Manchmal fühle ich mich hier echt wie im Streichelzoo. Hört ihr das? Das ist so witzig. Die Mimi jagt dann wieder den Max. Und ja, dann hat der Max keinen Bock mehr. Und dann ist es ihr immer wieder umgekehrt. Und oh, ich sag's euch, ey. So, streichzarte ungesalzene Butter. Aber ich sag immer, lieber so, wie dass sie sich gar nicht verstehen, dann hätten wir eher ein Problem, ne? So, einmal Butterdufte mit für die Kuchen, die ich backe. Dann habe ich noch einmal Margarine eingekauft. Fruchtzwerge war im Angebot. Habe ich dann auch noch gleich zweimal mitgenommen. Die werden hier im Moment ganz gerne gegessen. Übrigens bekomme ich ganz oft die Frage, bei Marienkäfer-Dessert kann man Zucker weglassen. Selbstverständlich, man kann ja irgendeinen Zuckerersatz reinmachen, das ist ja kein Problem, aber in den Fruchtzwergen, da bekommt man den Zucker leider relativ schwierig raus. Ne? Da wüsste ich jetzt keine Alternative, wenn ich ehrlich bin. Außer man macht halt selbst Quark, Püree der Erdbeeren, bisschen Joghurt, Zuckerersatz. Könnte eventuell auch funktionieren, also nicht eventuell, würde auch funktionieren. So, dann habe ich für den Käsekuchen insgesamt ein Kilogramm Quark gekauft. Und bevor jetzt wieder Fragen kommen, warum hast du viermal so geholt, nicht zwei große? Ganz einfach, weil es nur Magerquark als groß oder mit einer großen Packung gab. Und Magerquark für einen Käsekuchen finde ich immer nicht so gut. Ja. So, Butterkäse durfte auch noch einmal mit. Und dann, ich zeige euch jetzt nicht alles, habe ich achtmal Sahne eingekauft. Diese Woche kein Creme Fien, sondern richtig Sahne, weil ich das halt einfach zum Backen brauche, ne? Beziehungsweise für die Torten halt. So, die mache ich jetzt auch mal da noch in die Spüle. Und dann ist tatsächlich erst das erste Körbchen fertig. Wir haben hier noch vier. Das macht Spaß. Vielleicht schnappt ihr euch besser was zu trinken. Ja, so, dann habe ich mitgenommen viermal rote Paprika für Kaiserbraten und für einen Gulasch. Dann habe ich
einen Sack Äpfel mitgenommen. Irgendwas ist hier gerade passiert. Ich weiß noch nicht, was es war. Verzeiht es mir. So, Bananen. Habe ich natürlich dann diese Woche ein bisschen mehr gekauft. Wegen dem Maulwurfkuchen. Ich mache einmal mit Bananen und einmal mit Pfirsiche. Ja, genau. Das muss ich eben selbst überlegen erstmal. So, dann habe ich zweimal Cherry-Tomaten eingekauft. Einmal wieder Erdbeeren und Tomaten. Genau, die werden nicht lang. Wir werden dann die Tage noch mal ein bisschen was frisch dann holen für die Bruschetta. Ne? Das wollte ich jetzt heute noch nicht machen. Also es ist Dienstag. Ich weiß nicht, wäre ein bisschen früh jetzt. Ne? So, für heute zu den Schinkennudeln gibt es einen Endivien-Salat. Oh, da freue ich mich so drauf. Echt, ich bräuchte nichts anderes. Oder Endivien-Salat schön mit Knoblauch anmachen und dann Salzkartoffeln dazu. Oh, lecker, sage ich euch. So, dann viermal Salatgurken. Duften mit. Seid ihr jetzt fertig, ihr zwei? Ja? Alle gut. eine Zwiebeln habe ich noch eingekauft. Achtung, Mäxchen, dass ich dir da nicht auf die Pfoten tapp, ne? Und dreimal Lauch. Zwei brauche ich für den Spaghetti-Salat und einmal kommt es beim Kaiserbraten dann mit dazu. Oh Gott, jetzt langsam wird es hier echt haarig. Ein Eisbergsalat. Dürften wir mitgucken, ob wie klein und süß der ist. Aber war tatsächlich der größte. So, und zum Schluss bei Obst und Gemüse haben wir noch einmal ein Basilikum eingekauft. Auch für Bruschetta. Somit ist Körbchen Nummer 2 schon fertig. Ich sag's euch, das ist so nervig, ehrlich. Vor allem, ich mache hier keinen Sport. Ich rede ja nur ein bisschen, gell? So, zum Grillen. Am Montag habe ich Brötchen zum Aufbacken geholt. Dreimal diese 6er Pack Brötchen, was auch immer. Ne? So, dann habe ich dieses, wie heißt denn das, original französisches Steinofenbaguette mitgenommen. Ciabatta haben wir leider keins bekommen, hätte ich eigentlich gebraucht. Da kommt aber gleich noch mehr. Dann habe ich noch mitgenommen diese Baguettes da zum Fertigbacken. Daraus mache ich dann das Knoblauchbaguette. Eieiei, hey. Dann haben wir einmal Gartenkräuter, einmal Dillkräuter für die Salate. Und Schoki haben wir auch mitgenommen. Im Angebot für 65 Cent. Wir haben zweimal mit Tuck, zweimal Noisette und zweimal Weiß. So, ich glaube, ich leg sie da ein. Kommt in den Kühlschrank. Das brauche ich heute auch so schönes Wetter. Es ist herrlich, ich liebe es. Habe gestern schon Frühjahrsputz auf der Terrasse gemacht. Da habe ich euch jetzt aber dieses Mal nicht mitgenommen. Ich habe nur so ein klein wenig für Instagram gefilmt. War ja eigentlich keine große Sache, ne? Ja, so. Dreimal von diesen Asian-Nudeln war nämlich ein Angebot, ich glaube, für 41 Cent. Ja, und dadurch, dass der Sohnemann ja Geburtstag, Besuch hat und die das so feiern, habe ich echt viel mitgenommen. Dann noch von diesen Nudelcups Chicken Taste habe ich auch zwei mitgenommen. Angebot für 1,04 €. Denkt dran, die Angebote sind immer nur bis Donnerstag. Und dann gibt es neue. So, da ist noch ein weiteres Paket. Ich glaube, dass ich 8 Stück mitgenommen habe, weil es halt im Angebot war. Einmal Semmelknödel, die hat sich mein Mann noch mitgenommen zum Gulasch. Wir essen ja alle Nudeln. Er liebt Semmelknödel. Die will auch kein anderer bei uns, außer er. Ist irgendwie nicht so unser Ding. Keine Ahnung. So, Tomatenmarkdüfte noch mit. Eine Packung Burgerbrötchen. Da kommen gleich, glaube ich, noch eins irgendwo. Genau, habe ich mich zweimal geholt. Hi, Mimi. So, Salatmayonnaise. Irgendwo kommt noch ein zweites Glas. Genau, weil ich ja ein paar Salate machen muss. Oh Gott, ich weiß jetzt schon nicht mehr wohin und da kommt ja noch so viel. Kennt ihr die noch? Also ich kenne die noch von der Kindheit. Und ganz spontan mache ich doch noch 3 Osterkörbchen für jemanden. Ich weiß, die feiern das genauso wie wir. Und deshalb habe ich davon 3 Stück mitgenommen. Da kommen, glaube ich, irgendwo in einer anderen Tüte noch die anderen beiden. Dann dürfte mit Vanillepuddingpulver, brauche ich für den Käsekuchen, einmal Sahne steif. Und dann haben wir noch einmal basierte Tomaten mitgenommen. Und, oh Gott,
der ist echt schwer. Einen riesen Gurkentopf. Weil ich brauch's ja halt, ne, für mehrere Salate. Es kommt ja in den Kartoffelsalat, zwei Nudelsalate. Da braucht man ein paar Gürkchen. Genau, war, glaube ich, im Angebot für 1,79 €. Sind, Moment, Abtropfgewicht, 850 Gramm Gürkchen. So, Gott, hey. Pfirsiche, Dosenpfirsiche habe ich noch mitgenommen für den Maulwurfkuchen. Mein Mann findet das ja mit Bananen ganz, ganz furchtbar. Also ich liebe das, ja, und meine beste Freundin auch. Und deshalb backe ich uns die Maulwurfkuchen mit Bananen. Aber ich habe dann den Kompromiss gemacht. Ich mache ihn dann nochmal an Ostern, allerdings mit Pfirsich. Weil mein Schwiegervater ist auch so, der hasst Bananen. Alles, was nur annähernd irgendeinen Bananengeschmack hat, da kann man den davon jagen. Aber so richtig schlimm, dass es dem auch wirklich schlecht wird, wenn er nur dran denkt. Und deshalb machen wir es halt mit Pfirsich. So, dann habe ich noch einmal Mais für den Nudelsalat. Kommt gleich aber noch ein Döschen. Und hier sind jetzt noch zweimal Milch drinnen. Da kommen aber auch gleich noch mehr. Jawohl. Das war dann erst Tütchen Nummer 3. So, oh Gott. Die ist schwer. Ach so, übrigens, hier habe ich noch so einen Sack Kartoffeln. 5 Kilo Kartoffeln im Angebot für 3,99 €. Genau. Alles klar, Hund? Komm, der Mix wird da gezapselt hier. Oh mein Gott, ey. Ich sag's euch. Also, hier hast du noch 2 weitere Nudeln. Und dann hatte ich uns, genau, da kommt jetzt gleich noch eine Dose, Red Bull Green. Die habe ich jetzt eben gesehen, habe gleich mal 3 mitgenommen mit Kaktusfrucht. Möchte ich unbedingt probieren, aber das ist anscheinend nicht Zero. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe, das heißt... Ah, nee, ist nicht Zero. Das, oder? Nee, das ist nicht Zero, wenn ich das jetzt hier richtig lese. Das heißt, ich kann es erst später um 18 Uhr probieren. Ihr wisst ja, ich bin immer noch am Fasten. Aber ab Karfreitag ist Schluss. Und dann werde ich das später testen. Da bin ich echt gespannt drauf. Also ich habe jetzt mir schon sagen lassen, dass das echt lecker wäre. Wir sind gespannt. So, dann habe ich, oder wir, Chips, Tortilla-Chips mitgenommen. Die waren nämlich im Angebot für 89 Cent. Und da haben wir 2-mal mit Nacho-Cheese und 2-mal Hot Chili eingekauft. Auch natürlich für die Jugend. So, dann für die Osternester, die wir noch befüllen möchten. Auch da kommt gleich noch mehr Osterhäschen von Kindern. Die waren, glaube ich, im Angebot für 2,29 €. Alles was für das Nest stelle ich jetzt mal hier hoch. Da habe ich es gleich wenigstens so ein bisschen sortiert. Das muss auch noch dazu. So, dann zu verschenken. Haben wir noch Toffifee mitgenommen. Im Angebot für 99 oder 95 Cent. So irgendwie. Genau. Ah, das weitere Paket Burgerbrötchen ist aufgetaucht. Und die weitere Dose Mais ebenso. Jedenfalls für die Osternester, weil es gern gegessen wird. Lion im Angebot. Ah, jetzt muss ich überlegen. 2,29 € meine ich. So, kommt auch gleich dazu. Dann haben wir auch noch 3-mal mitgenommen, war nämlich auch hier im Angebot für 65 Cent. Diese Milkinis, die sind Mini, sagt's mir, Mini-Nett-Tafel, Mini-Riegel, genau, von Milka. Füll in das Körbchen rein. Da ist auch Osterhäschen Nummer 3. Dann einfach so, war auch im Angebot für 69 Cent. Haribo, die Frische. So, dann einmal Alufolie ist uns ausgegangen, musste mit. Was haben wir noch? Schönes Schokohasen. Die durften auch noch mit für die Osternester. Da ist das weitere Cola-Mix. So, dann habe ich einmal Champignons mitgenommen für den Kaiserbraten. Wartet mal. Ich muss mich hier gerade ein bisschen besser organisieren. So viel habe ich normalerweise nicht beim Wocheneinkauf, das wisst ihr, ne? So, Erbsenmöhren, ebenfalls 2 Döschen. Dann, genau, für meinen Mann haben wir seine Sirups wieder mitgenommen. 4 Stück insgesamt. Und zwar trinkt er immer Pepsi Zero. Genau, das mischt er dann immer mit Mineralwasser. Da haben wir 4 Stück eingekauft. Also mir persönlich schmeckt das ja, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, aber... Gut, ist halt Geschmackssache, gell? Dann habe ich hier noch wesentlich mehr Milch und noch mehr. Oh Gott. Wie viel haben wir jetzt? Ich glaube 7 Packungen
Ja, 7 Packungen Milch haben wir eingekauft. So, noch für die Nester. Die Kinder-Mini-Schokoladenriegel. Dann Ü-Ei Nummer 1. Da kommen gleich noch 2. Ach, ich sag's halt auch, das sind's schon. Genau, noch eine Cola-Mix. So, ich weiß noch, ich habe mir die früher vor der Schule immer total gerne in der Bäckerei geholt. Da gab's die immer. Und auch bevor ich überhaupt in der Schule ankam, war es natürlich schon leer, das kleine Fläschchen, ne? So, da ist das weitere Red Bull. Die Jungs sind schon sehr aufgeregt. Die warten, bis ich hier mit Futter fertig bin, damit sie es testen können, weil das war ganz witzig. Ich kenne die 2 ja, ne? Und habe das mitgenommen. Und vorhin wollten sie schon den nächsten Edeka rennen und das kaufen. Und dann hat der Sohn gesagt, warte mal ab, du kennst doch meine Mama, die bringt es eh mit. Ich so, war es natürlich. So, oh mein Gott, hey. Letztes Tütchen. Ach so, da ist übrigens noch was vom Teddy. Da haben wir eben noch mal angehalten. Ich habe leider keine Nester mehr bekommen. Klar, ne? Ich habe mich auch nicht rechtzeitig drum gekümmert. Genau. Und ich wollte jetzt nicht nochmal welche basteln. Und da habe ich einfach 3 solcher Ostertütchen mitgenommen für je 1 €. Kann ich ja einfach zu den Nestchen hier dazustellen, ne? Dann stehen die Kids so auf Pokémon. Da habe ich jetzt jedem so ein Set mitgenommen. Also wir sind ja die Fraktion, wir schenken uns nichts, auch den Kindern nicht. Aber die Aktion, die hatten wir an Weihnachten schon, da habe ich mich tatsächlich dran gehalten, weil es wurde ausdrücklich gewünscht, nichts zu schenken, weil die Kinder genug bekommen. War ich mit einverstanden, Ende vom Lied war, die hatten was für unsere Kinder und ich hatte nichts. War sehr unangenehm. Deshalb habe ich jetzt die gesagt, so, und aus Rache gibt es jetzt was zu Ostern von uns und unsere kriegen nichts. Ich glaube, dass es losgeht hier. Kann ich ja gerade haben. Ja. Verzeiht. Genau. Und jetzt gibt es auf jeden Fall, also mache ich eben noch 5-Euro-Schein ins Körbchen. Das langt. Es ist ja nur Ostern. So als kleine Aufmerksamkeit halt einfach, ne? Für den Kleinsten, der ist erst 1 Jahr alt, gibt es, ja, was ist das so? So ein kleiner Bagger, ne? Mit ein bisschen Sandspielzeug. 3,55. Ach so, übrigens, da hat jeweils ein Set 3 € gekostet, genau. So, gut. Dann haben wir das. Dann haben wir ein Weißbrot mitgenommen für 1,49 € im Angebot. Und noch 2 weitere Steinofenbaguettes. So, das war das. Bio-Weizenmehl durfte einmal mit. Ihr wisst normalerweise, ich kaufe eigentlich nicht so wirklich Bio, wenn ich ehrlich bin. Das Normale war aber aus. Nehme ich halt Bio-Variante, ne? So, Kaffee, ganz wichtiges Ding, was eigentlich immer da sein muss, ne? Ganz klar, habe ich gleich Nachschub geholt. Dann durfte Zucker einmal mit, da kommt aber gleich noch einer. So, und jetzt Nudeln. Im Angebot für 95 Cent. Die habe ich geholt zum Gulasch, genau. Dann habe ich für Nudelsalat die von Birkel genommen. Diese Hörnchen, ich meine, die waren auch für 95 Cent im Angebot. Achso, Grillsoßen auch im Angebot für 1,04 €. Da haben wir jetzt einmal Curry mitgenommen und Knoblauch. Genau, einmal Knoblauch, die will mein Mann immer. Wir haben aber auch Tzatziki und meine Schwägerin bringt auch noch eine Soße mit. Genau, dann reicht es erstmal. So. Ganz billiger Weißwein im Tetrapack. Wir sind ja keine Weintrinker, ne? Und deshalb, ich habe das einfach nur geholt für den Kaiserbraten, weil ja das Fleisch da drin gekocht wird. Genau, wenn ihr das Rezept haben wollt, gibt es einfach bei Chefkoch ein. Da also zu 90% sind, oder nehme ich da meine Rezepte eigentlich immer her, ne? So, eine weitere Packung Zucker. Und jetzt müssen wir mal cutten, die Kamera geht raus, weil, ja, zu lang gequatscht hier, ne? Weiter geht's. So, ich habe da nochmal so eine Packung Baguettes mitgenommen. Dann Fusilli für die Schinkennudeln heute. Ach so, da ist noch so Bastelmaterial, stand jetzt drauf in Blau. Ostergras haben wir nämlich auch keins mehr bekommen. Ich dachte, da geht ja das eigentlich auch. Das ist doch im Prinzip nichts anderes wie Ostergras auch, ne? So, kommt da hoch. Dann habe ich für die Jungs noch Bagels mitgenommen. Ich sehe gerade, die sind ziemlich zerdillert. Naja, mit mal wieder gerade biegen hören. Bagels mit ein bisschen Sesam drauf. Gott, ich weiß nicht mehr.
Wohin hier? Schokolade habe ich noch mitgenommen. Und zwar die Raspelschokolade mit Vollmilch. Brauche ich ja für die zwei Maulwurfkuchen dann. Ja, ich pack's mal dahin. Oh Mann, hey. Dann Knusper Schokomüsli, ebenfalls für die Jungs. Wurde auch bestellt. Nutella. Hat gekostet, ich glaube, waren es 2,99 oder 3,29, aber halt ein großes Glas, ne? Genau. Dann noch ein weiteres Glas Salat-Mayonnaise. Was haben wir noch Schönes? Gemüse-Bouillon-Dufte einmal mit, auch zu kochen. Dann haben wir einmal Senf mitgenommen und einmal Kondensmilch. Kaufe ich ja eigentlich nie, aber da kommt eine bestimmte Person, die macht immer Kondensmilch in ihren Kaffee. Und deshalb habe ich eine Packung mitgenommen. Dann haben wir Spaghetti von Birkel, ebenfalls im Angebot für 95 Cent. Und wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch einmal Rapsöl mitgenommen. Ja, genau. Somit ist die letzte Tüte leer. Ich sag's euch, alter Harry. Wie gesagt, 240 Euro, wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Das finde ich, meine, klar, ich habe schon viel gekauft. Aber wenn man überlegt, 240 Euro, ja, das ist eine Hausnummer, gell? In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Ostern. Denn alle anderen Videos habe ich bereits vorgedreht und habe es total vergessen zu sagen. Deshalb wünsche ich euch einfach wunderschöne Ostertage. Ob ich am Sonntag was hochlade, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil, ne, Ostern, ich denke, da sollte man lieber die Zeit mit der Familie verbringen, oder? Und dann, genau. Aber diese Woche kommen nichtsdestotrotz einige Videos. Genau, in diesem Sinne, ich wünsche euch was und sage bis ganz bald. Ciao.